Oh, das wird nicht. Pause. Ja, gut zu. Er hat sich geschlagen. Ich bin untröstlich. Das hätte nicht passieren dürfen. Auf der anderen Seite weise ich darauf hin, dass unsere Kanoniere so motiviert sind, dass sie ihre Geschütze niemals aufgeben, auch wenn es befohlen ist. Nee, klar, man sieht. Man verlässt das Geschütz, überlässt der Infanterie die Rückeroberung und schießt dann den fliehenden Feind in den Rücken. Ein Kanonier ist zu wertvoll, um ihn in den Kapitän von Schenk dieses Geschütz zurückzunehmen. Er sollte das besser schaffen. Alles andere wäre schlecht für seine Karriere. Kopf ab. Und wie Sie sehen, nutzt die Deckung, schießen nach eigenem Belieben, suchen sich beliebig ihre Ziele. Die Infanterie kämpft anders. Disziplin ist ja wichtig. Wenn man jeder machen lassen ließe, wie er wolle, wäre bis sofort Chaos. Das heißt, die Disziplin muss sichergestellt werden. Alle Waffen werden jetzt gerade scharf geladen. Und dann hoffe ich, dass die Artillerie zurückgenommen wird. Ich hoffe, vor allem für den Kapitän natürlich. Wir sehen, die Jäger reagieren. Man das Balken schießen. Würde hier scharf geschossen, wäre diese Linie hinter gleich jetzt nur noch doppelt so groß. Halb so groß. Wahrscheinlich wären vor allem die Offiziere als erstes tot. Die Offiziere sind das Premium-Ziel für die Jäger. Ja. Es scheint, der Herr Kapitän hat das in der Hinterhand. Danke, meine Karriere retten. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Was? Der Kapitän, die Kerle sollen schneller machen, die werden schon alle tot! Da sieht man die Mängel in der Ausbildung. Gut, dass der Graf nicht hier ist. So gut, das ist keine ganz falsche Entscheidung. Er hat zu wenig Feuerkraft. Er kriegt die Jäger da nicht aus der Deckung raus. Da muss er mehr bieten. Es sind zwar nicht viele, aber es sind Scharfschützen. Und wie gesagt, sie haben Deckung. Und sie schießen präzise. Mal sehen, was er sich ausgedacht hat. Vielleicht ist er als Bambuck. Ach, jetzt geht's ja. Attacke. Anliegen. Ja, nicht so ganz, ne? Die verstecken sich ja. Bin ich gespannt. Die Infanterie versteckt sich hinter der Hannoveraner jetzt. Die Jäger schießen sehr langsam, das liegt der Waffentechnik. Dafür ist aber jeder Schuss normalerweise ein Treffer auf dieser Entfernung. Eigentlich keine gute Situation für die Infanterie. Ah, ich sehe schon, was er vorhat. Auf Hecken chargieren. Eine der komplizierteren Manöver. Dazu treten einzelne Sektionen aus der Linie aus, feuern, treten wieder zurück und die nächste Sektion kommt. Auf vierte Hörse versuchen, ständig rollendes Feuer aufrechtzuerhalten. Die Jäger haben dann nicht mehr die Möglichkeit, sich zwischen den Salven zu ducken. Jetzt ist es die Hannoveraner. Oh, er steht die ganze Zeit um den Fehler. Schlagen an! Ich weiß, das kannst du mit drauf nehmen.
keiner. Oh. Ja, wie gesagt, da hat ein Engel auf die Pfanne. Komm vor. Vor allem, je länger das Gefecht dauert, desto größer werden die Pfannen und desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss bricht. Das betrifft den Feind aber auch. Jäger sind ebenfalls wertvolle Truppen und neigen dazu, sich nicht erschießen lassen zu wollen. Dafür ist, wie gesagt, die Infanterie da. Aber wir geben nicht auf. Jetzt machen wir das, was Jäger mitmachen. Fix dich in Hecken und Büschen. Dafür auch die grüne Uniform. Von dem wir, der Herr Kapitän darauf reagierte. Jetzt hat er keine Ziele mehr. Das wollte ich hören. Er hat gerade seine Karriere gerettet. Und rutsche ab. Ich bedanke mich für Ihre Geduld.